3 köstliche Torten. Und wer jetzt denkt, oh, bei mir ist es nicht so ganz rund gelaufen, ihr könnt jetzt nochmal richtig punkten. Und zwar bei der 2. Aufgabe, das ist die technische Prüfung. Diese technische Prüfung ist die letzte Aufgabe mit 3 Finalisten. Danach wird aussortiert. Auch in der letzten technischen Prüfung ist das Rezept wieder ein Geheimnis. Die Zutaten dafür bekommt ihr alle nur einmal, aber sie sorgen für 1000-fachen Spaß. Deckt sie bitte auf. Aha. Okay, auf eine Himbeere hätte ich jetzt Bock, aber die esse ich lieber nicht, weil das ist ja alles abgezählt und man kriegt nichts nach. Amarula. Oh, boah, riecht gelb. Aufschlagsahne ist ja schon mal klar, dann haben wir also eine Füllung. Dann müssen wir, so hier guck mal, dieser also Japan-Kamm oder wie das heißt. Wir müssen definitiv Schokolade temperieren und dann so abziehen, um Muster draus zu machen. Und dann müssen wir es wahrscheinlich sogar so rund machen. So wie und dann da drum legen. Da, genau, hast du das Ding auch da drin? 2-mal. Alles klar, dann muss es also da rumgemacht werden. Also müssen wir bestimmt 2 identisch gleiche. Genau, und das sind dann, das wird die Deko. Wir sind im Finale. Es wird mit Sicherheit komplex und kompliziert und wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Das ist auch Patisserie, immer so einen auf Französisch machen, weißt du, ich meine? Da werden sogar so deutsche Wörter einfach französisch ausgesprochen, damit es cool klingt. Eine Fischbällverein. Es werden wieder kleine, feine Törtchen oder was auch immer irgendwie werden, die Betty und Christian von uns haben wollen. Ihr könnt ein letztes Mal beweisen, dass ihr ein Rezept akkurat nachbacken könnt. Schaut es euch bitte an. Oh, ey, es ist ja wieder so ein Französisch. Millefeuille vertikal. Was ist das? Millefilet. Es ist auf jeden Fall ein Blätterteig. Ah, guck mal hier, wieder so ein Kunstding hier. Ah, ich dachte gerade, das obendrauf ist eine Vanilleschote, aber das ist wahrscheinlich dann die Schokolade. Wie spricht man das aus? Millefeuille-Vertikal oder was? Keine Ahnung. Millefeuille-Vertikal? Heute backe ich Millefeuille-Vertikal. Siehst du, ich hab doch gesagt, irgend so ein Franzosen-Shit. Was dieses Millefeuille vertikal sein soll, hab ich gleich wieder mal gar keine Peilung. Nada. Noch nie gehört, noch nie gegessen und wie man gehört hat, noch nie ausgesprochen, weil ich einfach keine Ahnung habe, was das ist. Ihr habt schon fast richtig ausgesprochen, Millefeuille vertikal. Wörtlich übersetzt heißt das 1000 Blätter hochkant. Keine Angst, ihr müsst jetzt keinen Schmöker nachbacken, wie zum Beispiel Herr der Ringe, sondern genau was? Blätterteigschnitten, die sozusagen auf der Seite liegen. Meine Rezeptur beinhaltet 2 verschiedene Füllungen und den finalwürdigen Blätterteig. Ich möchte nachher eine schöne Blätterung sehen. Um das hinzubekommen, müsst ihr wirklich euch ans Rezept halten und Schritt für Schritt abarbeiten. Achtet auf die Teigführung und vor allen Dingen auf die Ruhezeiten. Das französische Gebäck bekommt ein edles Finish mit gedrehtem Schokoladenzweig von temperierter Kuvertüre und Himbeeren. Und ich bin sehr gespannt, wie er das umsetzt. Wir erwarten bei der Verkostung 3 identische, wunderbar ausdekorierte Schnitten von 12 x 5 cm. 10.800 Sekunden habt ihr Zeit für diese Aufgabe. Kurz 3 Stunden. In dieser Zeit ist natürlich die Jury hier nicht anwesend. Ihr begebt euch jetzt in die Garderobe. Wir drücken euch von ganzem Herzen die Daumen. Danke. Danke. Und ich drücke euch auch ganz, ganz fest die Daumen. Und gleich wird losgeblättert, nämlich auf mein Kommando. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Wie viele Punkte die Promis in der ersten Aufgabe absahnen konnten, wissen sie noch nicht. Die Punkte der zweiten schlagen sich in einem Ranking nieder. Dann wird addiert und wer die wenigsten Punkte hat, scheidet aus. All das in genau 3 Stunden. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Blitzblätterteig, weil der muss ja viel liegen zwischendurch. Wow.
Alter, ich hätte hier fast schon wieder Zutaten wie Vanillepaste in Jordan und Branntwein-Essig, Alter. Aber so kurz davor. Boah. Pass auf. Ich hab's nur gerade scheppern gehört. Nicht, dass dem Blitzblätterteig ein Donnerwetter folgt. Das Erste, womit ich natürlich anfange, ist der Blitzblätterteig. Der ist eigentlich recht einfach in der Zubereitung. Da muss man einfach alle Zutaten bis auf die Butter genau abgewogen in die Maschine. 2 Minuten auf Stufe 2, 2 Minuten auf Stufe 3. Dann die Butter in kleinen Stückchen rein und dann nur kurz mischen lassen. Nur kurz, dass halt die Butter drin ist, sich nicht aufgelöst hat, um Gottes Willen. Das Fett in der Butter löst sich beim Backen. Die entstehenden Hohlräume ergeben den Blättereffekt. Bei komplett verkneteter Butter funktioniert das nicht. Jetzt haben wir den Teig, da haben wir die kalten Butterstücke drin. Das ist eigentlich genau so, wie wir das haben möchten. Das werde ich jetzt noch kurz ein bisschen in Form bringen. Da auch aufpassen, nicht zu viel dran rumhantieren. Die Handwärme nicht unterschätzen, sonst wird die Butter weich. Da gut aufpassen. Ich glaube, dass das jetzt hier ganz in Ordnung ist. Aber der Glaube versetzt leider beim großen Backen nicht immer Berge. Einfach machen und gucken, was passiert, oder? Der Teig muss 15 Minuten ruhen. Diese Aufgabe ist definitiv finalwürdig. Du hast so viele verschiedene Steps, die du einarbeiten musst. Alleine die Führung bzw. die Teigführung vom Blätterteig, das ist schon ein Riesenstolperstein. Das Schwierige am Blätterteig ist erstmal, dass man die Butter am Anfang nicht zu sehr untermengen darf, sondern wir wollen wirklich diese Butterflöckchen behalten. Und es sind die Ruhezeiten vorgegeben. Und auch die sind ganz wichtig für das Endprodukt, damit der Teig sich zwischendurch immer wieder entspannen kann. Im Rezept steht als Nächstes Vorheizen. Nur das? Mein Teig ist in der Kühlung und ich will versuchen, die Zeit dazwischen irgendwie zu nutzen und jetzt nicht nur rumzustehen. Deswegen messe ich jetzt einfach mal alles vorher ab. Diese technische Prüfung ist anders als alle technischen Prüfungen, die wir bis jetzt hatten. Weil da ist nicht die genaue Reihenfolge, wann wir genau wie machen müssen. Jetzt ist einfach pro Zutat immer das ganze Rezept. Das heißt, wir müssen selbst entscheiden, wann wir wie managen. Das ist wirklich, das ist eine richtige Finalaufgabe hier. Neben dem Blätterteig stehen eine Basis-Sahnecreme, eine Sahnelikörcreme und eine Himbeercreme auf der To-Do-Liste. Zu lange sollte man den Teig aber nicht vernachlässigen. Hier ist mein Teig. Der wird nun mehrfach touriert. Und das muss jetzt aber auch relativ flink gehen, denn je länger man daran arbeitet, desto weicher wird das Ganze. Das heißt, auch nicht zu viel Zeit lassen. Überall haben wir schön Butter, das gefällt mir. Gewünscht ist ein Rechteck. Da sieht man schon gut die Butter jetzt dadurch. Wir müssen darauf achten, dass wir die richtige Größe hier jetzt ausrollen. Etwa 40 mal 25 cm. So, jetzt kommt die erste Tour. Der Blitzblätterteig ist, glaube ich, eins der absoluten Schwierigkeiten in dieser Aufgabe. Blitz in dem Wort Blätterteig bedeutet einfach nur, du tourst recht schnell hintereinander weg. Die doppelte Tour ist eigentlich relativ simpel. Man hat die Stück Teig, man nimmt die Enden, klappt sie bis zur Mitte zusammen und faltet das Ganze nochmal. Das ist eine doppelte Tour. Zunächst werden 2 doppelte Touren verlangt. Jetzt wird hier gefaltet, dann wird hier gefaltet. Wie bei der Bettwäsche daheim. Drehen. Und wieder zum Rechteck ausrollen. Ich kam hierher als kleiner Junge, der einfach nur ein bisschen Spaß haben will. Und jetzt habe ich richtiges Backskills, Digga. Ich bin richtig stolz. Vor allem meine Mama ist sehr stolz. Meine Mama ist richtig stolz. Ich habe gestern mit ihr telefoniert, hab ihr Fotos geschickt und habe gesagt, guck mal, Mama, was ich hier gebacken habe. Die ist voll am Auslüpfen. Hab dich lieb, Mama. Sat.1 macht Mamas glücklich. Papa Detlef bringt seinen Augenstern in die Haia. Okay, dann ist jetzt die erste Runde wieder schlafen legen angesagt. So, wie lange denn? 15 Minuten, mein lieber Gesangsfein. Wenn der Teig schlummert, sind die Cremes wieder dran. Sie entstehen auf Grundlage der Basissahnecreme. Die Grundzutaten werden angeschlagen, bis sie eine etwas dickflüssigere Masse bilden. Basis Sahnecreme. Sahne drinne, Aufschlagsahne drinne, Vanille drinne, Salz, genau. Und dann warte ich jetzt einfach mal. Erst nach Zugabe von Zucker und Sahne steif wird die Masse komplett aufgeschlagen. It is what it is. Sehr cremig, sehr lecker.
Die Basiscreme wird halbiert. Eine Hälfte wird dann mit Sahnelikör verrührt, die andere mit Himbeerkonfitüre. Aber zuerst der Aperitif. 40 Gramm dürfen es sein. Soll so eine Likörsahnecreme werden und dazu brauchen wir diesen schicken Likör. Aber nicht zu viel davon, damit die Konsistenz erhalten bleibt. Ah, es duftet doch schon so lecker cremig. Oh, super. Himbeerkonfitüre ist fester als Likör. Von ihr dürfen 100 Gramm verwendet werden. Und die muss ich jetzt aufpeppen mit dieser Ruby-Farbe, damit es dieses coole Rosa irgendwie kriegt. Und es kriegt schon gleich ein richtig geiles Farbe hier. Sieht schon mega aus. Was für eine geile Farbe. Ist ja unglaublich. Boah, richtig krass. Oh, nice. I like what I see. Da guckt man echt so und denkt so, wow, was ist das? Krass. Ich finde, das sieht jetzt noch natürlich aus. Ich will das immer nicht zu doll haben. Deswegen glaube ich, dass das so auf jeden Fall passen soll. Ich guck dir mal kurz über die Schulter, um mich ein bisschen zu entspannen. Ja, aber die sieht auch schön aus. Das freut mich. Ich bin begeistert von mir selbst. Boah, geiler Typ. Ihr Lieben, ihr solltet euch drei Maße einprägen. Einmal 5 cm, einmal 12 cm und einmal 90 Minuten. Es ist nämlich Halbzeit. Zeit für die nächsten beiden Blätterteigtouren. Meine dritte Tour steht an. Und dadurch, dass der jetzt aus der Gefriere ist, ist der unheimlich schwer zum Ausrollen, weil die Butter jetzt einfach sehr, sehr hart ist. Da kann die Butter so fest sein, wie sie will. Gegen 160 Kilo Afghanen hat sie keine Chance. Klingt respekteinflößend. Ob das bei der Butter Eindruck macht? Was den Teig betrifft, die Ränder zur Mitte und dann zuklappen. Du bist hier nicht mehr willkommen. Ach, das ist mir egal. Ich guck trotzdem, ob hier alles läuft. Gefällt ja, Faisal, mir die du weißt schon, ne? Das ist jetzt hier so technische Prüfung. Und da darf man nicht mehr so helfen. Das ist verboten. Sonst hast du uns immer geholfen. Ich habe dir immer was zu naschen gegeben. Ich habe nie Nein gesagt. So was nennt man Quid pro Quo. Aber weißt du was? Jetzt gibt's ja hier nichts zu naschen bei der technischen Prüfung. Ich kann ein bisschen Mehl haben. Blätterteig müsste man sein. Man darf ständig Pause machen. Ist jetzt die vierte doppelte Tour durch. Jetzt kommt er wieder 15 Minuten ins Gefrierfach. Genau, eine Viertelstunde. Dann gibt es noch eine fünfte und letzte doppelte Tour. Zeit für die Deko. Schokolade zu arbeiten ist sehr kompliziert. Da kann halt auch einfach sehr viel schief gehen. Am Ende zählt es nicht, dass die Schokolade nur kalt ist, sondern sie muss die perfekte Bissfestigkeit haben und darf auf jeden Fall auch den Glanz nicht verlieren. Um noch mal klarzumachen, dass wir hier wirklich Patisserie haben wollen, wünscht sich Christian als Dekoration einen klein gedrehten Kuvertürezweig aus temperierter Schokolade. Wie das geht, steht genau im Rezept. Die Jury hat uns jetzt hier mit der Schokolade komplett allein gelassen. Aber wie mit allen Sachen. Also das ist hier wirklich eine Finalaufgabe, die gemacht werden muss. Da zeigt jetzt wirklich die Expertise. In der letzten Challenge hatten wir Schokolade als Aufgabe. Das heißt, wir müssen halt auch wissen, wie es geht. Kann aber trotzdem verkacken. Man spürt aber hier unten, die ist schon sehr warm. Deswegen warten wir jetzt noch mal kurz. Hoffen, dass da ein bisschen was passiert. Und außerdem, wir lagern das ja im Kühlschrank. Ne? Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Promis haben Tortenrandfolie auf die Rückseite eines Blechs geklebt. Nun wird die temperierte Kuvertüre mit einer Winkelpalette dünn aufgestrichen und zu Streifen gekämmt. Die Folie wird dann um eine Papprolle gewickelt und fixiert. Senkrecht in den Kühlschrank damit und dann das Ganze nochmal. Der Kühlschrank ist da unten. Und noch mehr gilt es zu beachten. Es ist wichtig, dass das jetzt nicht gerade eingerollt wird. Jawohl. So wollen wir das, Baby. So wollen wir das sehen. Yes!
über die Paprolle wickeln steht im Rezept. Zu spät. Zeit für die letzte Tour. Hallo, mein Schatz. Na, hast du mich vermisst? Ich hab dich auch vermisst, mein Baby. Bald ist das Baby alt genug für den Ofen. Die fünfte ist jetzt die letzte Tour. Dann kommt er noch mal 10 Minuten in Froster. Da kann sich der Teig noch mal entspannen. Wenn unsere Prominenten den Tourierprozess beendet haben, müssen sie den Teig kurz einfrieren, damit er sich besser ausrollen lässt. Dann rollen sie ihn aus auf die Größe eines Backblechs. Einmal kurz gestippt, dann ganz wichtig, mit dem zweiten Blech einmal wenden. Nur so bekommen wir am Ende die perfekte Backfarbe. 45 Minuten Restzeit minus insgesamt 25 Minuten im Ofen. Für das Schichten wird den Promis nicht allzu viel Zeit bleiben. Und dann muss auch noch senkrecht angerichtet werden. Eine Frage steht im Raum. Reste abschneiden oder einklappen? Ich muss hier leider ein bisschen mogeln. Das geht aber jetzt leider auch nicht anders. Weil sonst habe ich diese Ohrenkanten, das möchte ich auch nicht. Viel lieber hätten die Promis etwas für ihren guten Zweck auf der hohen Kante. 10.000 Euro gibt es in diesem Finale zu gewinnen. Doch nur zwei Backende dürfen sich an der allerletzten Torte versuchen. Kommt doch höher als ich. Sieht krass aus. Bin aufgeregt. Ich warte nur noch auf den Teig. Und der braucht noch knapp 9 Minuten. Danach muss er rausgeholt werden, einmal gewendet werden, dann noch mal 10 Minuten. Das ist jetzt wirklich gerade ein Geduldsspiel für mich. Noch backen die Blitzblätterteigböden bei 180 Grad Umluft. Nach dem Wenden müssen sie bei 230 Grad weiterbacken. Dafür wurde ein zweiter Ofen vorgeheizt. Alles ist genau geplant und sollte auch klappen, wenn man den Boden ohne Brüche gewendet bekommt. Ja, und wenn die Zeit reicht. Liebe Finalisten, zwischen euch passt kein Blatt, aber jede Menge Blätterteig. Ihr habt noch 30 Minuten. Das ist nicht viel. Ein Bock drauf. Was machen eigentlich die Schokoringelschwänzchen? Sorry, die Zweige. Die müssen nun von der Tortenrandfolie gelöst und auf 14 cm gekürzt werden. Ein bisschen Bruch gibt's immer. Aber drei Zweiglein sollten den Maßen entsprechen. Bei Sarah sind es Beach Waves. Bei Faisal eher Schillerlocken. Ist er mit der Wickeltechnik unzufrieden? Es geht so. Ich befürchte nur, die sind nicht so gut temperiert worden. Ich finde sie ehrlicherweise nicht ganz so gut. Das Schokostückchen soll 14 cm sein, das kriege ich eh nicht hin. Die Schokolade hier ist nicht so geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich versuche es halt jetzt Fake-Ass-Bitch-mäßig irgendwie zu faken. Und davon brauche ich ja im Endeffekt nur drei, die halbwegs vernünftig darüber kommen. Guck mal, Sarah, meine sind auch nicht so scheiße. Wow. Ja, guck mal hier ein bisschen rund. Ich brauche ja auch nur drei, die darüber kommen, weißt du? Und weißt du noch was? Boah. Die Böden sind fertig. Der ist an dieser Stelle hier leider zu dunkel, aber das können wir ein bisschen wegschummeln. Jetzt 9 Böden a 12 mal 5 cm ausschneiden. Alter, ist das ein Zeug. Krass. Wie nutzt man die Fläche am effektivsten? Es ist sehr schwierig zuzuschneiden, weil es halt noch sehr knusprig ist. Aber auch davon nicht größer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann machen wir da noch 9 und haben es. Auf den Schnittkanten muss das Gebäck am Ende stehen. Also bitte gerade schneiden. Ja, ich zitter wie verrückt dann immer. Weil es halt so aufregend ist. Ist der Blätterteig schon kühl genug zum Schichten? Gleich zeigt sich die Standhaftigkeit nicht nur von euch, sondern auch von euren Schnitten. Ihr habt noch 10 Minuten. Eine Schicht mit dezent appetitlichem Alkoholdunst, eine mit fruchtiger Himbeere. Kurz frosten, kippen, finishen. Alles in weniger als 10 Minuten. Das ist jetzt gerade richtig gut wieder. Die Arbeit gefällt mir. Es ist ruhiges Arbeiten, konzentriertes, genaues Arbeiten. Ja, und deswegen gebe ich mir da jetzt gerade sehr viel Mühe, weil die Optik macht beim Backen sehr viel aus. Vor allem bei der technischen Prüfung, bei der man nicht mit geschmacklicher Extravaganz beeindrucken kann.
Den Verbrannten hier mogeln wir mal dazwischen. Obwohl, das schmecken die bestimmt, das sind Pros, die sind krass. Die Färbung der Himbeercremeschicht unterscheidet die verschiedenen Varianten der Millefeuille vertikal. Dazu gab es keine konkreten Vorgaben. Punktet Sarah mit ihrer dezenten Auslegung oder haben die Boys in Pink die Nase vorn? Die Gebäcke aller Finalisten wirken stabil, zumindest in der Waagerechten. Aber aufgetischt wird vertikal. Diese letzte technische Prüfung geht nur noch 2 Minuten. Jetzt wird's gleich ernst. Wer darf noch einmal weiterbacken? Oh. Bei wem kippt gleich nach dem Gebäck auch die Stimmung? Die Optik ist das i-Tüpfelchen bei dieser Aufgabe. Ein Tüpfelchen, das den Unterschied machen könnte. Es ist leider einiges bei mir schiefgelaufen, weil wenn es heute vorbeigeht, dann wenigstens mit dem Lächeln auf den Lippen. Meine Schnitten sind gleich fertig. Ich werde in meinem Leben kein Design-Patissier mehr. Der Zug ist abgefahren. Jetzt musst du aufpassen, dass die Moderatorin nicht kommt und eins wegfrisst. Das machst du nicht, dazu bist du viel zu lieb. Ihr habt jetzt Zeit für einen allerletzten Handgriff. 10, 9, 8, 7, 6. Und vielleicht ist es noch mein letzter Schritt. 5. Hier beim großen Promi-Backen. Wir werden sehen. 4, 3, 2, 1 und stopp. Hände weg vom Gebäck. Das war die letzte technische Prüfung aus dem ganzen Scheißleben, Alter. Das war die letzte technische Prüfung, Alter. It's over. Oh, super, Detlef. Ich bin stolz. Echt, ohne Quatsch. Ich hab das in der Zeit geschafft. Das waren Sachen, die wir vorher wieder nicht kannten, wo wir alleine am Rezept uns langhangeln und dann schauen, dass wir das so machen, wie sich die Jury das wünscht. Das machen wir schon gut. Und ich hab das auch gut gemacht heute. So frech bin ich jetzt mal. Das ist doch nicht von diesem Stern. Das ist doch nicht normal. Wer die Farbe war, weißt du, dann... Und bei dir sind ja auch die Dinger wieder alle gleich. Mein Kopf platzt. Ich kann gerade das erste Mal so richtig durchatmen. Ich bin super erleichtert. Das war einfach die letzte technische Prüfung. Es ist so Freude einfach, dass wir es geschafft haben. Und auch irgendwie die Freude, dass nicht nochmal so eine Aufgabe kommt. Wir sind einfach im Finale und es fühlt sich einfach unfassbar toll an, dass wir heute nochmal so richtig abgeliefert haben. Guck bei mir, Schrott. Wie sind deine? Schrott. Ey, wir haben es aber geschafft. Ey, komm, aber wir haben es geschafft, alter Schwede. Was soll's? Der Konfitüre hat leider nicht so gut funktioniert. Ich glaube, auch der Teig wird kritisiert werden. Es wird bestimmt ein paar kleine Punkte geben, aber ich bin stolz auf mich. Ich finde, es ist wieder Zeit für uns. Passt auf, dass eure Schnitten vertikal stehen bleiben, wenn ihr sie jetzt nach vorne bringt und hinter euer Foto stellt. Wenn das nicht gut war, dann bin ich jetzt raus. Wenn es gut genug war, dann komme ich noch in die nächste Runde, in die allerletzte Runde. Und allein, wenn ich schon darüber spreche, kriege ich schon Gänsehaut. Ich denke, geschmacklich werden wir alle einen raushauen heute. Wir haben alle Gas gegeben und von dem her wird es auf jeden Fall eine spannende Nummer. Naja, das ist schon ein gutes Gefühl, zu wissen, das ist jetzt die letzte Verkostung einer technischen Prüfung. Dann macht die Jury ihr Urteil und dann schauen wir mal weiter.